Wir werden heute eine Spinattorte machen. Eins meiner Lieblingsrezepte aus meiner Kindheit. Das hat meine Großmutter immer gemacht, damals in einer nicht veganen Version. Über die Jahre hat sich das perfektioniert und ist besser geworden. Vegane Pfannkuchen oder im Norden heißen sie, glaube ich, Eierkuchen. Ohne Ei, Thema für sich, relativ easy zu machen oder zu kapieren, wie das funktioniert. Spinatfüllung, Shiitake-Pilze, Tofu-Creme, um die ganze Torte einzupacken, damit man es auch Torte nennen kann. Eine Torte aus Spinat mit vollem Programm heute. Erfahrt bei diesem Familienrezept, wie ihr Grün in der Füllung versteckt und so in eure Kinder hineinbekommt. Erstmal die Zutaten. Was bringt euch mehr Triebkraft für einen gelungenen veganen Pfannkuchenteig? Wie habt ihr bei der Zubereitung mehrere Baustellen parallel im Griff, ohne dass die Pfannkuchen in der Pfanne kleben? Die Tofu-Creme, richtig püriert mit dem Rambo. Spinat, endlich super easy blanchieren. Und wenn dann alles zusammenkommt, zeigt euch so dann, wie dabei keine Pyramide, sondern eine ordentliche Torte entsteht. Und zuletzt beim Anschneiden, Zeitreise zurück in die 80er. Dieses Rezept ist in einem von meinen Kochbüchern drin, in meine vegane Küche. Seht ihr sicher unten eingeblendet, wo ihr das kaufen könnt. Ist ein Rezept, wo normalerweise Leute sagen so, wahnsinnig aufwendig. Da muss ich ja erst Pfannkuchen machen, da muss ich Spinat blanchieren und so weiter. Und mir geht es heute, um euch zu zeigen, darum, wie man sich in der Küche organisieren kann, beziehungsweise wie man Sachen abkürzen kann, nicht in der Menge oder mit Push oder mit irgendwie sowas, sondern einfach dadurch, dass man sich intelligent anstellt und einfach so, okay, jetzt mache ich das. Während ich das mache, eröffnet sich ein Zeitraum. Das ist bei Pfannkuchen die Zeit, wo du ihn reingetan hast und er dann da liegt. Und bis er trocken ist und du ihn umdrehst, in der Zeit, wo du wartest, musst du nicht dastehen oder mit deinem Handy spielen, sondern du kannst einfach was nebenbei machen. Du kannst natürlich auch dastehen und mit deinem Handy spielen und 1,5 Stunden zum Kochen brauchen, aber dann nehmen wir meistens, 4 Stunden sind vorbei und schon wieder Hunger haben, wollen wir ja schnell an unser Essen rankommen. Genau, das will ich euch heute zeigen, wie man sowas kapieren oder verstehen kann und wo sich Zeiträume in der Küche auftun, damit ihr schneller an euer Ziel kommt. Okay, vegane Eierkuchen ohne Ei. Wir haben eine normale, baurige Wasser- und Sojabohnen-Sojamilch. Ich weiß, Soja ist ein bisschen im Verruf, aber zieht euch Nico Rittenau rein. Der wird euch erzählen, wieso Soja, da gibt es irgendwie ganze Datensätze dazu, zu Soja-Kontroverse. Also der wird euch erzählen, dass Soja gar nicht so schlimm ist. Ich finde Soja super. Ich esse seit 30 Jahren Soja. Mir sind noch keine... Nichts gewachsen. Ich denke auch, Pamela Anderson hätte sich nie irgendwie die Operationen angetan, wenn sie gewusst hätte, dass sie einfach nur 30 Liter Sojamilch am Tag trinken muss. Wäre alles easy gewesen. Von daher, also Sojamilch kein Problem. Wenn du irgendeine andere Pflanzenmilch nehmen willst, nimm bitte jede andere Pflanzenmilch nach deinem Geschmack. Außer vielleicht Kokos-Reismilch oder irgendwie sowas mit Kokosgeschmack würde ich vielleicht weglassen. Aber irgendwas Geschmacksneutrales funktioniert super. Statt dem Ei benutzen wir, tada, nix. Weil Mehl hat an sich schon genug Klebestoffe drin, dass der Pfannkuchen super zusammenbleibt. Und damit er ein bisschen fluffiger wird, machen wir Backpulver mit rein. Ein Tick. Und dann kommt noch Salz dazu. Pfannkuchen fertig. Wir braten ihn in Alsan aus. Ich finde das ein butterig schmeckendes, schönes Fett. Alle, die gegen gehärtete Fette oder rettet den Orang-Utan und so weiter sind, nehmt einfach ein high-ölig Sonnenblumenöl oder ein Öl eurer Wahl. Könnt ihr auch gerne ein Olivenöl machen, wird bei dem Rezept auch super zusammenpassen. Von der Sojamilch heben wir uns ein bisschen was auf und machen mit Naturtofu, Olivenöl, bisschen Rosmarin und Hefeflocken machen wir uns eine Creme, also wirklich wie eine Buttercreme, pastenartige Geschichte, mit der wir dann unsere Torte einpacken können, damit es auch schön weiß ist und dann auch backen kann und was Knuspriges kriegt. Wir blanchieren uns den wunderschön gewachsenen Blattspinat. Ich kaufe gerne Spinat mit Rosette, nennt sich das. Also in der Bestellliste, das ist Spinat mit Rosette. Das ist die Rosette. Kann man einfach unten abdrehen und man hat noch ein bisschen mehr von dem Stiel mit dran, als jetzt einfach den reinen Blattspinat, wo du den Babyspinat hast. Erstens ist er deutlich teurer und er fällt viel mehr zusammen. Da haben die Blätter einfach ein bisschen mehr Fleisch und du hast danach ein bisschen mehr Menge. Ihr kennt es ja sicher. Oder vielleicht kennt ihr das nicht sicher. Also in so einer Tüte Tiefkühlspinat ist ungefähr so ein Berg frischer Spinat drin. Also wir haben extremen Verlust von Volumen. Nicht von allem anderen, aber Volumen geht deutlich zurück.
Machen wir klassisch mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Muskatnuss. Oldschool, wobei auch bei der Muskatnuss, ich mag gern Muskatnuss geschnitten. Normalerweise wird die immer so über die Microplane gerubbelt oder so eine kleine Muskatreibe oder sowas. Ich mag gerne die mit dem Messer schneiden. Dann hast du nämlich manchmal so Stellen, die dann so, boah, Muskatnuss, und dann ist wieder so alles chillig und dann kommt wieder so, boah, Muskatnuss, und ich mag das gerne. Aber macht ihr, wie ihr möchtet. Und dann zum Schluss, statt Erdbeeren obendrauf auf unsere Torte, kommen dann die Kirschtomaten halbiert mit der Hautseite nach unten und mit der geöffneten Seite nach oben, damit sie schön austrocknen können und nicht dir dann durch den Saft, den sie geben, dann von der Torte rutschen. That's it. Die Zutaten nochmal auf einen Blick. Die findet ihr natürlich auch im Rezept unten in der Videobeschreibung. Okay, zu dem Pfannkuchen, veganem Pfannkuchen. Wir nehmen jetzt, um bei Verhältnis zu bleiben, nehmen wir 200%, also wie vorhin beim Brot oder bei anderen Videos, wo ich mit Prozenten rechne. Wir nehmen 800 ml von der Sojamilch, die anderen 200 ml brauchen wir für die Tofu-Creme. Die heben wir uns einfach auf und machen 200% Flüssigkeit, Salz und dann 400, 420 bis 450 Gramm Mehl, je nachdem wie dick du die Pfannkuchen haben magst. Wieder wichtig, Mehl 7. Und wir tun es dann entweder mit einem Handrührgerät oder bei uns jetzt mit der KitchenAid, weil ich kein Handrührgerät bei mir in der Küche habe. Rühren wir das einfach ein. Kommt wieder die Gummilippe zum Ansatz. Am Rand hängt sich natürlich das Mehl ein bisschen fest. So. Wichtig ist, den Teig klümpchenfrei zu rühren. Und früher habe ich ihn dann auch immer noch eine Stunde stehen lassen, bevor, damit die Gluten sich ausbilden und der Teig klebriger wird. Funktioniert gleich von Anfang an, musste gar nicht so ein Riesending machen. Ich glaube, im Kochbuch steht es auch noch drin, dass man ein bisschen länger warten soll, brauchst du gar nicht. Wer seinen Pfannkuchen danach auch gerne süß noch isst, weil ein, zwei übrig sind mit Schokocreme und Banane oder Erdbeeren und so weiter, kann man auch noch ein bisschen Zucker mit dem Teig machen. Das stört beim salzigen Pfannkuchen auch nicht. Das mache ich jetzt mal. Ein Esslöffel. Also Teig fertig, kleine Klümpchen. Ihr seht schon, es kommt eine Bindung rein. Also ganz bisschen, reicht aber vollkommen. Wichtig ist jetzt nicht zu viel Backpulver reinzumachen. Also uns reicht jetzt ein Teelöffelchen oder ein gehäuftes Teelöffelchen. Kannst du auch reinmachen, rühren wir auch noch kurz mit rein. Oder jetzt beim Meister Backpulver, weiß nicht, vielleicht braucht man da auch weniger. Ich weiß jetzt nicht, was Meister ausmacht. Mehr Triebkraft mit rein. Triebkraft. Jungs, Philipp hat gelacht. Ich weiß nicht, ob ihr auch gelacht habt zu Hause. Das hört man leider nicht, wenn wir hier drehen. Vor allem mehr. Mehr Triebkraft. Triebkraft ist eingearbeitet. Das braucht man nicht mehr. Braucht man auch nicht mehr. 2 Minuten ist schon wirklich eine. Weit weg von flüssig. Ganz klümpchenfrei haben wir es auch nicht hingekriegt. Alles kein Problem. Mach einfach Pfannkuchen. Alles easy. Okay. Pfanne ist vorgeheizt. Wichtig ist bei den nicht beschichteten Pfannen oder mit den nicht Teflon beschichteten Pfannen, ist, dass du die Pfannen erstmal aufheizt und dann wieder von der Hitze ein bisschen runtergehst, damit die ersten Pfannkuchen nicht kleben. Kann es natürlich sein, dass, weil ich das jetzt nicht gescheit gemacht habe, aber erstmal Pfanne vor der Lotte, dass sie richtig heiß ist, dass du hinlangst und du denkst, so mit Herdplatte, ohne Herdplatte ist gar nicht viel Unterschied. Dann drehst du um 2-3 Stufen runter und lässt die Pfanne noch mal ein bisschen stehen, damit sie sich temperiert, und dann ist sogar eine normale Edelstahlpfanne vom ersten Pfannkuchen an eine nicht klebende Pfanne. Also diese ganzen Teflonpfannen, die wir heutzutage haben, braucht kein Mensch. Ich habe trotzdem eine zu Hause, aber hier in der Arbeit habe ich keine, weil das geht immer nur kaputt und dann hast du dieses komische Teflon im Essen, will kein Mensch. Für diese kleine Faulheit irgendwie hochdrehen, ein bisschen runterdrehen. Okay, Butter rein. Man merkt schon, Pfanne ist richtig heiß. Deswegen tanzt die Butter so und raucht. So, einmal rumlaufen lassen, hinstellen, warten, Pfannenwender. So, und jetzt, während wir warten, dass dieser Pfannkuchen, der muss von der einen Seite trocken werden. Ja? Also ihr seht, der ist nass.
genau, da wo er nass ist, fließt er auch noch. Das heißt, er ist wirklich nass. Und in dieser Zwischenzeit können wir andere Sachen vorbereiten. Also wir warten, bis der Teig auf der Seite trocken ist und machen nebenbei die Tofu-Creme. Okay, also Tofu-Packung aufschneiden. Ich mache es normalerweise auch manchmal mit dem Messer, aber meistens gibt es Sauerei. Tofu raus, Wasser weg. Kurze Pfannkuchen. Schau, zweite Seite gebraten, Pfannkuchen raus. Butter rein, laufen lassen, Kelle, sollte vielleicht eine größere Kelle nehmen für die große Panne, schwupps, einmal rumlaufen lassen, Pfannkuchen drin, wieder warten, bis er trocken ist. In der Zwischenzeit Tofu, ein bisschen zerbröseln, so, reicht schon. Restliche Sojamilch, die wir vorhin aufgehoben haben, von dem Pfannkuchen rein. Ich liebe Packungen leer zu kochen. Für mich ist mit das Schlimmste so ein Rezept, wo dann am Schluss irgendwie so 50 Milliliter oder 100 Milliliter von irgendeiner Milch, die du normalerweise nicht benutzt, einfach noch da sind. Deswegen Packungen gerne leer kochen. Ein Schuss gutes Olivenöl. Ich bin halber Italiener. Da ist ein Schuss was anderes als in Deutschland, glaube ich. 14 Gramm Salz und 12 Gramm Salz. Wichtig ist, dass du die Hefeflocken jetzt noch nicht mit reinmachst, weil die bringen dann nachher die Bindung mit rein und machen, dass das alles wieder fest wird oder fest genug, dass man es verstreichen kann, ein bisschen Rosmarin und dann erstmal mit einem Pürierstab oder irgendeinem anderen Rambo-artigen Utensil klein pürieren. Pfannkuchen fertig, immer ein Auge drauf haben. Weiter braten. Komischerweise rühren, pürieren, einen Weitermix richtig benutzen und solche Sachen. Rezepte nachkochen ist easy, aber diese Basics, wie man was schneidet, wie man was püriert, wie man was rührt, scheint wirklich das Schwierigste sein in einer Küche. Und zwar, so wie ich das jetzt gerade am Anfang gemacht habe, um den Tofu so ein bisschen klein zu kriegen, bin ich erstmal so hin und her gegangen. Aber so püriert man nicht. Pürieren tut man, indem ich so ein bisschen schräg in der Flüssigkeit bleibe und dann drehe ich einfach rum, dass der wirklich vorne reinfrisst und hinten ausspuckt. Wenn ich die ganze Zeit so püriere, brauche ich 10 Stunden, bis das alles vernünftig püriert ist und das macht wahnsinnig viel Gespritze und ist voll die Sauerei. Ich zeige es euch mal, es wird laut. So ist richtig, ja, wenn er frisst. Und wirklich zu einer glatten Creme pürieren, kannst du auch im Weitermix machen, man kriegt es nur, nachdem es nicht so viel Masse ist, kriegt man es danach aus dem Weitermix relativ schlecht wieder raus. Es klebt dann alles unten und du fummelst den ab mit der Gummilippe, dauert ewig, also da lohnt sich ein Pürierstab. Seht ihr die schöne, feine, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber es ist eine feine, sämige Masse. Haben wir das gemacht, Pfannkuchen fertig, Pfannkuchen raus. Ich habe offene Hefeflocken. Top Vitamin B-Quelle, alles bis auf B12 und oxidationsempfindlich. Da sparen wir auch nicht, das ist so dieser käsige Geschmack, der da kommt, weil früher die Oma hat es natürlich mit Parmesan gemacht, die war Italienerin. Da war ich auch noch kein Veganer, als ich klein war. Und dann war mir das auch wurscht und das war einfach lecker. Das rühren wir noch ein. Und seht ihr auch rühren, ne? Also am Rand, in die Mitte und dann darfst du schon mal so machen. Aber wenn du die ganze Zeit nur so rührst, das ist nicht rühren. Das ist so ein bisschen, da bleibt alles am Rand kleben. Geht nicht in die Tiefe. Salz stimmt, alles gut. Und schmeckt schon erstmal, das ist noch nicht, wo du dir denkst, irgendwie so, boah, lecker, sondern du checkst jetzt nur, ob genug Salz drin ist. Der Rest passt schon, das kommt dann beim Backen. Schaut doch hier, ist das ein Pfannkuchen oder ist das ein Pfannkuchen? Philipp sagt, das ist ein Pfannkuchen. Tipptopp. Okay, Spinat blanchieren. Nebenbei, also kannst du natürlich Tiefkühlspinat kaufen. Das dauert dann ungefähr 6 Stunden, bis der aufgetaut ist. Das dauert 5 Minuten, bis der Spinat blanchiert ist.
Die Rosette kommt weg. Einfach unten einmal wegschneiden, fertig. Deswegen habe ich mir die vorhin auch schon so schön sortiert aus der Kiste rausgeholt. Nimmst dir wieder einen Schwung, schneidest unten ab. Hier hängt noch eine Rosette. Wieder weg. Das wiederholst du, bis du dieses, was sind das jetzt? Ein Kilo circa. Kilo Spinat. Ein Rezept habt ihr es ein bisschen genauer. Findet ihr dann unten da im Bild. So, noch die hübschen Blätter raus. Pfannkuchen fertig. Seht ihr, ich meine, wir haben jetzt 4 Pfannkuchen gemacht. Und haben schon fast die ganzen Preps fertig. So. Kompost darf in Kompost. Spinat einmal kurz waschen. Wenn er sehr erdig ist, dann darfst du ihn auch ruhig öfters waschen. Aber so einmal kurz waschen. Ich mache die Torte eigentlich hauptsächlich bei mir zu Hause für die Kleine. Und ich habe zu Hause habe ich nicht so ein großes Waschbecken und so große Schüsseln und so weiter, sondern ist alles so puppenmäßig wie bei euch zu Hause. Was da gut funktioniert, was ich gemacht habe, ist einfach im Waschbecken, oder was ich jetzt auch machen werde, ich habe einfach im Waschbecken Spinat rein, Wasser laufen lassen, waschen lassen, Stöpsel wieder raus, Wasser ablaufen lassen, schauen, irgendwie Erde, das 2-3 Mal wiederholen, bis wirklich keine Erde mehr da ist. Und dann aus dem Wasserkocher direkt im Waschbecken den Spinat blanchiert, bis er gekocht war, und dann einfach wieder kaltes Wasser drauf lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in dieser Geschwindigkeit verstanden habt, aber ihr braucht keine großen Schüsseln, sondern einfach nur ein Waschbecken und ein Stopfen. Da müsst ihr auch nicht so viel Zeug spülen danach. Spinat, große Schüssel bzw. Waschbecken zu Hause. Findet ihr nicht auch meine Spülschwämme im Hintergrund irgendwie super? Ein bisschen. Und das reicht vollkommen. Die Torte wird danach noch eine halbe Stunde gebacken. Also vom Garpunkt ist es eigentlich wurscht. Der soll einfach nur ein bisschen zusammenfallen und die Stiele ein bisschen vorgaren, damit dann die Torte nachher nicht so viel Wasser macht. Ja, also lassen wir es 2 Minuten hier stehen. Pfannkuchen ist wieder trocken. Probieren wir mal was Neues aus. Ich lerne auch immer dazu. Ich mache ja immer noch ein Stück Butter unten drunter unter dem Pfannkuchen. Jetzt schaue ich mal, ob ich mit Stück Butter oben drauf schaffe, den Pfannkuchen zu wenden. So. Kirschtomaten halbieren. Wenn ihr richtig scharfe Messer habt, braucht ihr kein Sägemesser. Ich habe eine Kochschule. Ich habe keine scharfen Messer. Mehr. Egal wie oft ich sie schleife, nach jedem Kochkurs sind die Messer stumpf. Ihr seht auch, wie ich mein Schneidebrett positioniere. Ist auch so ein kleiner Trick. Kannst mal sehen. Mein Schneidebrett steht eigentlich so ein bisschen über die Kante über. Weil wenn ich dann irgendwas habe, kann ich es einfach reinziehen. Wenn das Schneidebrett so mitten auf dem Ding steht und du versuchst, irgendwas reinzuziehen, dann fällt es erst auf die Arbeitsfläche und von der Arbeitsfläche musst du es dann in die Schüssel drüber ziehen. Und Spinat fertig. Schaut mal, der ist jetzt einfach zusammengefallen, ist gekocht, ist immer noch warm. Auch ab und zu mal umrühren schadet nicht. Der behält auf alle Fälle eine ganze Zeit lang die Hitze und die reicht vollkommen aus, um den Spinat zu garen. Altes Wasser weg, alle Nährstoffe, die da drin waren, ab in den Gulli. Und ein bisschen abschrecken mit kaltem Wasser, damit er uns nicht zu lange kocht. Und du musst jetzt auch nicht mit Eiswürfeln aus der Tiefkühltruhe und so weiter abschrecken. Abschrecken heißt in dem Fall nur vom Garpunkt wegbringen. Sprich, alles unter 50 Grad ist super, kocht für den Spanat nicht weiter. Habe ich gerade Spanat gesagt?
glaube, ich habe gerade Spanat gesagt. Pfannkuchen fertig. Machen wir es nochmal mit Butter oben drauf, das macht mir Spaß. Ist auch immer, wenn du irgendwas machst, irgendwie find a way that it's fun. Ist mich gar nicht so leicht, dann ist so ein bisschen eine Herausforderung so. Okay, Spanat, Tomaten fertig. Und jetzt die Shiitake-Pilze ist praktisch unsere Ausrede, wieso wir überhaupt, wieso ist was, weißt du? Ich kann euch ja jetzt nicht nur Rezepte aus dem Kochbuch irgendwie bringen, was gerade unten eingeblendet ist übrigens, sondern halt auch Rezepte, die so ein bisschen neu sind. Und was jetzt hier neu ist, ist mit den Shiitake-Pilzen. Habe ich gestern das erste Mal gemacht. Ist richtig geil. Das Blöde ist, also ich... Es gibt Leute, die machen aus den Stielen allerhand. Also die sind auf alle Fälle vom Geschmack her. Haben die was drauf, sprich du kannst die trocknen, zu Pulver verarbeiten und als Pilzpulver benutzen, musst die nicht wegschmeißen. Kannst du wie bei anderen Pilzen einfach den Strunk aufheben. Aber an sich, das ist ein Eichenpilz, also der wächst auf der Eiche und der Strunk hat auch so ein bisschen was Eichiges. Also sicher viele Ballaststoffe, aber Ballaststoffe sind ja nicht unbedingt immer lecker. Sind halt gesund. Und das war lieber dran. Ja. Genau, was machen wir da? 400 Gramm oder so. Ah, Frage an die Community. Ich glaube, bis jetzt haben wir schon 5 Subscriber. Frage an die Community. Wie macht ihr das mit veganem Pfannkuchen? Seid ihr Fans von Sojamehl mit einbauen, andere Mehlsorten, findet ihr, dass Dinkel besser geht als Weizen? So, erzählt uns, ich lerne gerne dazu, probiere auch gerne alles Mögliche aus, was ihr mir anvertraut oder uns hier teilt, würde ich gerne alles mal ausprobieren. Ich bin so ein mega Oldschool-Veganer, ich mache das, seitdem ich ein Kind bin. Ich habe auch meine festgefahrenen Wege und ich lerne wahnsinnig viel dazu durch diesen veganen, den wir die letzten Jahre erlebt haben. Ich finde aber immer noch bis jetzt, dass die besten Pfannkuchen, die ich kenne, außer Buchweizenpfannkuchen, aber das sind keine Pfannkuchen, sondern das sind Galette. Fandet ihr Crocodile Dundee auch so geil als Kind? Das ist ein weiteres Ding für die Kommentare. Wer von euch kennt überhaupt noch Crocodile Dundee? Das fette Messer. Schnippeln lerne ich euch noch in einem anderen Video, zeige ich euch mal, wie man schneidet oder wie man das lernen kann und üben kann. Also es sind auch jetzt relativ fett geschnittene Pilze, also es ist nicht so super hauchdünn, sondern die sind schon so 5 bis 6 mm. Ich habe jetzt leider keinen Maßstab da, haben wir gerade erst den Keller geräumt, aber ich würde sagen 5 bis 6 mm ist gut. Pfannkuchen fertig. Oh, die Butter haben wir vergessen. Geht gar nicht. So, Pilze, Schüssel. Und jetzt kommt der Spanat. Ich nenne ihn jetzt, glaube ich, nur noch Spanat. Spinat ist ja voll oldschool. Auspressen. Wisst ihr noch, die Schüssel war voll. Jetzt wirkt es fast wie ein bisschen wenig Spanat. Aber wird schon reichen. So. Weg. Spinat relativ dünn schneiden, dann reicht eine Richtung. Dann musst du nicht quer hacken. Sind jetzt so 4 mm breit. Witzig auch, wenn ihr schnippelt, werdet ihr immer sehen, wenn ihr von da nach da schneidet, die groben Stücke wandern immer so nach außen. Also hier am Rand werdet ihr immer Sachen finden, die nicht so gut geschnitten sind. Die könnt ihr euch einfach am Rand holen, wieder hinten hinlegen und auch dünn schneiden. Fällt euch auf, wenn ihr mal viel Gemüse schnippelt. So, Pfannkuchen. So. Okay, Spanat könnt ihr nochmal, ich nenne wieder Spinat, okay?
will euch ja nicht auf den Keks gehen. Spinat kannst du nochmal nachschneiden, kommt nochmal deutlich mehr Wasser raus. Das kannst du weg. So, Pfannkuchen halb trocken. Haben wir nochmal Zeit. Bisschen Salz, brauchst gar nicht so viel. Schuss Olivenöl, das macht einfach, dass du dir nachher beim Verteilen des Spinates ein bisschen leichter tust. Auf der Torte und unsere toll geschnittene Muskatnuss. Jetzt mit Butter oben drauf, ist noch nicht perfektioniert. Den Pfannkuchen drehe ich dann auch immer so, damit die Butter, die ich oben drauf gemacht habe, dass die sich überall ein bisschen verteilt. Also falls ihr euch wundert, wieso ich da immer rumrühre. Genau, und dann hier Muskatnuss. Jetzt habe ich sie hier schon angeschnitten, dann drehe ich sie auf die Seite, dass sie mir nicht kullert. Und schneide einfach wirklich dünn die Muskatnuss runter. Also erstens ist die mega schön. Also was für eine hübsche Nuss. Siehst du? Brauchst du ein Makro? Läuft. Läuft? Cool. Und dann einfach so, wie sie ist, also wirklich, also ist dünn geschnitten, ist wirklich wie abgeschabt, wie im Trüffelhobel oder sowas, ja. Hast du wirklich Stückchen drin. Ich mag das total gerne. Ich wurde erst einmal von einem Gast geschimpft, dass mein Spinat zu sehr nach Muskat schmeckt. Okay, Spanat, Pfannkuchen. Der Philipp muss schon wieder lachen, genau. Ich glaube, dem fällt es gar nicht so leicht, immer die, so schön still zu sein. Im nächsten Video zeige ich euch mal den Philipp, dann filme ich ihn mal. Dann koche ich. Dann koche ich noch. Ein kurzes Video. Sunday Special mit Philipp. So, Pfannkuchen sauber machen. So, wir haben alles vorbereitet und während wir Pfannkuchen braten, können wir schon anfangen, Pfannkuchentorte zu backen oder zu bauen. Jetzt kommt ein bisschen das Ding. Normalerweise, wenn irgendjemand was füllt, macht er so und macht dann noch ein bisschen so. Also es ist praktisch die, wie sagt man da auf Deutsch, die Peripherie ist nicht erkundet oder nicht belegt oder irgendwie sowas. Also muss nicht viel drauflegen, ja? Aber wichtig ist, dass am Rand wirklich was da ist, weil sonst wird es keine flache Torte, sondern du baust nämlich eine Pyramide. Und wir bauen ja eine halb italienisch, halb deutsche Torte, keine ägyptische Pyramide. Und da weiß eh keiner, wie die gebaut wurden. Also von daher. Lasst es einfach, baut eine Torte. Und wirklich, wenn ich meine, bis zum Rand ist, bis zum Rand. Das wird dann eh eingepackt. Also seht ihr, es ist eher in der Mitte weniger als am Rand. So, dann kommt die nächste Schicht. Pfannkuchen. Pfannkuchen. Kommt ein neuer Pfannkuchen. Und dann haben wir eh schon den letzten. In der Zwischenzeit habt ihr euch den Ofen vorgeheizt. Auf elegante 220 Grad oder sowas, dann geht es nämlich mit dem Backen schneller, als wenn ihr nur mit 160 Grad vor euch hin möhrt. So, die Oma hat es dann immer noch witzig gemacht, die hat nach jeder Schicht, hier hat sie jetzt immer noch Parmesan mit dazwischen gemacht. Das ist, also wenn ihr noch Käseesser seid und irgendwie vom Morphium noch nicht weg seid, dann macht euch auf alle Fälle, wenn ihr Parmesan-Freunde seid, macht euch unter jede Schicht ein bisschen Parmesan mit rein. Der schmilzt dann auch so schön, das kann der veganer Käse nicht. Muss er auch nicht können. Nächste Schicht. Nächste Schicht. Ups. Ich hoffe, in den langweiligen Phasen macht euch der Philipp dann noch eine coole Musik mit rein. Oder schneidet es einfach kürzer. Ah, nee, da bist du, da seid ihr. Da bist du. Hi! Willkommen bei Sonams Kitchen. Wir machen heute Spinattorte, Mann. Mega geil. Kindertraum. Und ohne Witz, hast du Probleme? Also ich meine, vielleicht bist du ja Mama oder Papa. Und also bei mir war es jetzt die ersten zwei Jahre hat meine Kleine alles gegessen. Alles. Grün, braun, gelb, lila, alles was ihr vorgeht, schwarzer Sesam, egal was. Mittlerweile ist so, alles was gelb oder rot ist, ist lecker. Und alles was grün ist, ist auf alle Fälle pfui. Außer sie isst meinen ganzen Brokkoli, so für sich. Aber mit diesem Ding kriegst du echt Spinat in deine Kinder rein oder Grünzeug, was sie normalerweise nicht essen wollen. Dann sage ich nämlich, Sophia, magst du Spinattorte?
oh ja, Papa, Spinattorte, mach mir Spinattorte. Und dann steht sie am Herd und macht selber die Pfannkuchen und kocht mit. So, jetzt haben wir hier auch, jetzt geht uns der Spinat aus. Gut, es ist wie perfekt abgemessen. Als hätte jemand Ahnung von dem, was er tut. Der letzte Pfannkuchen kommt aus der Pfanne und die Shiitake-Pilze kommen rein. Die Pfanne ist schon heiß. Timing, oder? Kinders, bisschen Salz, Schuss Öl. Das ist nämlich dann unsere letzte Schicht. Und siehe da, die letzten zwei Pfannkuchen perfekt gestapelt. Ein bisschen stolz. Ich krieg's immer so hin, aber es ist nicht Können. Es ist absolut Zufall, aber es ist jedes Mal Zufall. Wie sagt man denn da, wenn es jedes Mal Zufall ist, dann ist es Können, oder? Ja. Ja. Ich empfinde es trotzdem noch als Zufall. Ich freue mich jedes Mal wieder drüber, wenn irgendwas so funktioniert. Wissenschaftlich erwiesen ist Können. Pilze ruf. Das ist voll das Family-Rezept, gell? So Weisheiten von der Mama, Rezept von der Oma, die kleine Sophia, die es gerne isst. Das sind jetzt drei Generationen von Frauen über vier Generationen verteilt, die in dieser Spinattorte vereint sind. Ich meine, Ahnenpflege und so. Burner. War mir zu fest, habe ich noch einen Schuss Wasser reingetan. Wenn du noch einen Schluck von deiner Sojamilch übrig hast, kannst du das natürlich auch machen. Also ich will wirklich, dass das eine Creme ist, dass ich sie auch streichen kann. Der Philipp und ich, das ist unser Abendessen. Deswegen soll das auch schmecken. So, Creme drauf. Ach komm, machen wir gleich die Hälfte. So, zack. Schmieren und dann schubst das über den Rand drüber, also einfach von der Mitte erstmal rausstreichen und dann vom Rand das, was über den Rand rutscht, einfach glatt ziehen. Und es ist eine salzige Torte, da musst du jetzt keine Doktorarbeit draus machen mit perfekten Naked Cake Rändern oder Tortenfolien und irgendwas. Darf ruhig am Boden ein bisschen kleben bleiben. Aber du versuchst schon einen geraden Rand von unten nach oben hinzubringen. So. Mal rum. Oben darf auch ein bisschen Bewegung drin sein. Und ich kann euch immer empfehlen, macht immer zwei Torten. Eine ist einfach zu wenig. Ich glaube, selbst für einen Single-Haushalt ist eine Torte zu wenig. Und vor allem, das Ding ist der Knaller am nächsten Tag, kalt. Also schmeckt schon heute warm, aber morgen kalt ist. Kennt ihr dieses kalte Pizza zum Frühstück Gefühl? Also vorausgesetzt, es ist eine gute Pizza. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wer steht auf kalte Pizza? Den habe ich schon lange nicht mehr gebraucht. Und seht ihr, ja, aber ich arbeite wirklich gern mit Gummilippen, weil, also erstens kannst du wirklich zum Rand rein, am Rand abstreichen und schmeißt nichts weg. Und es gibt einfach Gummilippen, die haben eine komische Konsistenz. Mit denen kannst du nicht wirklich arbeiten. Die sind entweder zu weich oder zu hart. Oder es löst sich das Metall vom Plastik oder irgendwie und so weiter. Also, Markus, bitte verlink uns doch nochmal die Rösle-Gummilippen unten in den Kommentaren. Und vor allem die richtige Größe. Von denen gibt es richtig viele verschiedene Größen. Aber die meisten Größen davon braucht man nicht. Also bitte nicht die richtige. Weiß gar nicht, 26 cm lang oder sowas. Weitaus größer als der deutsche Durchschnitt. Okay, und dann wichtig bei den Tomaten, normal bin ich ja so ein Alles-Draufschmeißer. Funktioniert bei den Tomaten leider nicht. Nimm bitte die Tomaten mit der Hautseite nach unten, weil dann kann die nach oben austrocknen. Und wenn die jetzt andersrum drauf liegt, dann sabbert die und dann rutscht die dir von der Torte runter. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber so tendenziell sowas ist, das kannst du jetzt auch super mit Dinkel-Vollkornmehl machen zum Beispiel. Ja? Also wenn das irgendwie Vollkorn oder wenn du auf Ballaststoffjagd bist oder Nährstoffjagd, ich glaube, das ist so ein bisschen, manchmal isst man das ja,
weil man das Gefühl hat, irgendwie, boah, so viel Arbeit, so viel Essen, irgendwie, dann kannst du auch das nehmen, wo am meisten Nährstoffe drin sind. Anstatt danach dann wieder zu Präparaten zu greifen oder was weiß ich, irgendwas, um deinen Nährstoffhaushalt irgendwie auf dein Fitnesslevel zu bringen, dass du den ganzen Tag im Büro irgendwie voll schnell Enter drücken kannst oder sowas. Also nee, aber wenn du eh den Aufwand betreibst, irgendwie Essen zu machen, überhaupt zu essen, das dann wieder zur Toilette zu tragen und sowas, kannst du auch das nehmen, was irgendwie am meisten Nährstoffe schon an sich irgendwie drin hat. Und das Ding in Vollkorn fällt keinem Menschen auf, dass das Vollkorn ist. Also das ist so, es dann auch die Kleinen oder die Leute, die kein Vollkorn mögen, fällt nicht auf, siehst du nicht. Hast die schöne weiße Creme drin rum, alles gut. Ab ins Rohr! Mittlere Schiene. Ja, warte. Genau. 24 Minuten, richtig schön golden auspacken. Bei uns ist gerade die Spinattorte aus dem Rohr gekommen. Und jetzt, wenn die Bolle heiß ist und du die schneiden willst, hast du immer ein bisschen das Problem, dass dir dann die ganze Torte so ein bisschen wegrutscht, weil die ja erst beim Abkühlen ein bisschen fester wird. Und da gibt es einen total coolen Trick aus den 80er Jahren. Kennt ihr sicher noch? Oder die in den 80er Jahren schon gegessen haben und wo die Eltern zu Weihnachten Truthähne tranchiert haben und sowas. Die haben dann so ein Ding aufgefahren, weil sie kein scharfes Messer hatten. Das Coole ist, das hat zwei Messer, die marschieren so hin und her und dadurch kannst du wirklich heiße Sachen einhändig schneiden. Ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen wie so ein 80er Jahre Darth Vader oder wann wurde Star Wars gedreht? Ich glaube, es war damals. Blendet der Philipp euch sicher gleich ein, irgendwie wo, in welchem Jahr Star Wars gedreht wurde. Aber es ist so ein... Genau, Torten schneiden geht echt easy. Schaut her. Bisschen was für den Koch ist abgefallen. Ist auch ein tolles Gerät, wenn du mal Torten schneiden musst. Also beziehungsweise so 15 Torten für 100 Gäste oder irgendwie sowas, wenn du die aufschneiden musst und dir der Arm irgendwann abfällt. So ein Ding, ab und zu mit dem Lappen drüber, genial. Findet ihr sicher unten in den Affiliate-Links, wo man das Ding kaufen kann. Gibt ein paar verschiedene Hersteller, aber tatsächlich nicht mehr wirklich viele, weil das Teil ganz schön out ist, aber ich finde es mega in. Also für alle Equipment-Fetischisten, Tefal Prepline, geiles Teil. So, um dazu zu kommen, was wir eigentlich machen wollten, Torte futtern, schaut euch das Ding an. Könnt ihr... Ich finde es eigentlich am geilsten ohne Soße, ohne gar nichts, ohne Salat. So mag ich es am liebsten. Aber natürlich kannst du dir da einen grünen Salat noch dazu machen oder im Buch habe ich es drin mit einer Kürbissoße. Auch sehr lecker. Findet ihr auch unten, in welchem Buch das drin ist, in meine vegane Küche. Und guten Appetit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr euch gerne unseren Kanal abonnieren, uns eine Glocke hinterlassen oder sonst was anklicken, was ihr hier auf der Seite findet oder uns bei einem Kochkurs besuchen oder so.